Ich darf heute zuerst mal in meiner Funktion als Geschäftsführer der Arena Sie recht herzlich begrüßen zu der heute von uns so propagierten Informationsveranstaltung, ganz bewusst nicht ausschließlich Presseveranstaltung, sondern Informationsveranstaltung für unsere Sponsoren, für unsere Fans und natürlich auch unsere Medien. Ich will auch nicht zu viel vorwegnehmen, was ihr heute Abend erwartet. Dafür haben wir einen kompetenten Moderator gewonnen. Aber Sie können sich gar nicht vorstellen, wie froh wir am Samstag auf die Meldung reagiert haben, dass es in Trier mit Profi-Basketball weitergeht. Und ich kann Ihnen nur sagen, es war sehr viel schwieriger, diese Lizenz für die Pro A zu erhalten, als ich das im Moment des vorläufigen oder der Eröffnung des vorläufigen Insolvenzverfahrens selbst gedacht hätte. Nur so viel als Kommentierung dazu. Man wollte uns eigentlich nicht mehr so als die Schmuddelkinder im deutschen Profibasketball, und es hat sehr viel Überzeugung gekostet, dass vor allen Dingen die zweite Liga gesagt hat, ja, Trier ist Basketballhistorie und die wollen wir dabei haben. Also nochmal, ab Samstag sind wir Pro-A-Ligist und werden auch auf renommierte Teams dort treffen. Dazu werden wir auch nachher noch Stellung nehmen. Eine Mannschaft, die mit uns in die Pro A gegangen ist, die kam von unten, wir kamen von oben, werden die Freunde aus Köln sein mit Stefan Beck. Und auch andere Mannschaften werden natürlich uns wieder begegnen, die wir in der ersten Liga schon mal gesehen haben. Ich darf Ihnen kurz vorstellen, wen wir heute Abend hier auf dem Podium hören und sehen werden. Einmal natürlich den designierten und im Moment Interims-Geschäftsführer der UG und des EV, Ronny Höpfner. Dann die Protagonisten des EV, die auch schon jahrelang die Geschichte dieses Vereins mitgestalten, nämlich Georg Bernarding als Vorsitzender und als zweiter Vorsitzender Wolfgang Kram. Vorsitzender Wolfgang Kram, den die meisten ja auch kennen als ehemaligen Präsidenten des Basketballs und der BBL. Dazu gesellt sich mit Helmut Schröer, einer, der den Basketball, naja, seit Beginn eigentlich unserer Bundesliga-Ära, die noch etwas weiter zurückreicht als 1990, begleitet und der bis heute ja auch ein großer Förderer und Fürsprecher für uns ist. Wir haben für die Aufarbeitung auch der zurückliegenden beiden Monate Herrn Guido Joswig bei uns, der als Pressesprecher des Insolvenzverwalters uns während dieser Zeit sehr positiv begleitet hat, weil ihn zeichnet aus, dass neben der seinem Hauptarbeit als Mitarbeiter der Insolvenzkanzlei, Professor Dr. Dr. Schmidt, er auch eine große Vergangenheit hat, einmal als Begleiter von Insolvenzen im Trier Sport. Das ist natürlich nicht so das Positive, aber er war jahrelang Medienmitarbeiter von RPR während seines Studiums und deshalb kennen ihn die Trierer Sportler sehr gut. Das war sehr hilfreich, jemanden zur Seite zu haben, der sich im Sport auskennt. Und letztendlich werden wir Ihnen auch Mitarbeiter der neuen Geschäftsstelle vorstellen, die dann in Zukunft, und das eigentlich soll schon seit morgen, dann auch Ihr Ansprechpartner für alle Fragen sein werden, die Sie an den neuen Verein in Anführungszeichen haben werden. Wie eng die Verknüpfung der Arena und Basketball in Trier ist, können Sie sehr leicht einem Artikel entnehmen, der 2013 geschrieben wurde. Wir haben den Presseartikel jetzt mal eingeblendet. 2013 zum 10-jährigen Jubiläum der Arena lautete die Titelzeile gegenseitig Lieder auf dem ersten Korb. Diese Halle ist unter anderem für den Basketball gebaut worden. Wir hatten in Trier keine Halle, die den Regularien der BBL entsprochen hat. Und dann haben wir mit vereinten Kräften, insbesondere natürlich mit den Kräften der Stadt Trier und des Landes Rheinland-Pfalz, diese Arena gebaut.
Und der TBB hat eben entscheidend in diesen 10 Jahren, jetzt 12 Jahren, dazu beigetragen, dass diese Arena auch zu dem Erfolg wurde, der sie letztendlich war. Aber wir sind eben gegenseitig aufeinander angewiesen und deshalb haben wir auch natürlich uns nach Kräften bemüht, dies zu unterstützen. Und den, der diesen Artikel auch verfasst hat, vor 2 Jahren, den darf ich Ihnen jetzt als Moderator des heutigen Abends vorstellen, Björn Parzen, vielen als Sportreporter bekannt, aber als freischaffender Mitarbeiter einer Agentur eben hier bei uns, als eigener, eigenständiger Mensch, der hier uns hier im Trier Sport begleitet. Björn, wo bist du? Irgendwo? Ach, da ist er jetzt schon. Dann darf ich jetzt an dich übergeben, damit du uns durch den Abend begleitest. Dankeschön. Ja. Eigentlich, wenn man sonst den Arena sieht, ist eher Handball, heute ist eben mal Basketball. Wolli Esser hat mich gebeten, aber da bin ich natürlich auch gerne dabei, eine Veranstaltung wie diese hier zu moderieren. Kurz vielleicht zum Ablauf der gesamten Veranstaltung. Es wird gleich Informationen zu 6 verschiedenen Punkten geben. Punkt 1, die Lizenzierung, speziell aus Sicht des Insolvenzverwalters. Punkt 2, die Vorstellung des zukünftigen Konzepts für den Trierer Basketball. Punkt 3, Zahlen, Daten und Fakten speziell zu Etat und Budget des Basketballs in Trier künftig. Punkt 4 wäre der Bereich Sponsoring. Punkt 5, Personalplanung im sportlichen Bereich. Und der 6. Punkt, Termine in Zukunft. Was steht an organisatorischen Dingen vor allem in Zukunft dann an? Die Information, es wäre sinnvoll, wenn die Journalisten, die anwesenden Medienvertreter, wenn es Fragen zu den einzelnen Punkten gäbe, diese dann auch sofort zu den Punkten stellen. Das gesamte Auditorium ist dann nachher zum Abschluss der Veranstaltung gerne auch noch zu Fragen aufgefordert, oder wenn es Fragen oder noch weiteren Redebedarf gibt, können Sie das auch gerne machen. Wir wollen eben nur den Medienvertretern ermöglichen, deren Fragen dann auch sofort zu stellen. Also wie gesagt, 6 Punkte stehen an. Und zum 1. Punkt bitte ich hier nach oben den Ronny Höpfner, Namen sind eben schon gefallen, und Guido Joswig, wo es jetzt speziell um das Thema Lizenzierung, aber auch darum geht, was in den vergangenen Monaten hier in Trier anstand. Ja, ich würde vielleicht mit Ronny Höpfner gerade mal beginnen. Von dem Zeitpunkt, wo ein Insolvenzverfahren eingeleitet wurde, bis heute, beziehungsweise auch in den Wochen zuvor, wie ist aus Ihrer Sicht die Zeit abgelaufen? Ja, die Zeit war sehr, sehr stressig für uns alle, die im Hintergrund natürlich gewirkt haben, die Pro A hier nach Trier zu holen. Es haben viele Austausche stattgefunden, natürlich auch mit dem Insolvenzverwalter, es haben viele Austausche stattgefunden, natürlich auch mit den Mitarbeitern der Trebri Basketball AG, um hier entsprechend natürlich auch für die Liga die entsprechenden Unterlagen aufzubereiten und vorzubereiten, um natürlich dann auch entsprechend der Fristen, die natürlich sehr kurz waren, die Unterlagen entsprechend dann Richtung BBL und der Jungliga zu versenden, um natürlich überhaupt die Möglichkeit zu haben, einen Lizenzantrag zu stellen. Also insofern alles in allem, viel Nachtarbeit, viel Wochenendarbeit, aber es hat sich, wie er rausgekommen ist, seit Samstag gelohnt, dass wir weiterhin Bundesliga Basketball sehen werden. Ja, dann geht vielleicht die Frage direkt weiter an Gidi Joswig. Wie ist der Stand der Dinge im Insolvenzverfahren oder wie ist der aktuelle Sachstand auch aus Sicht des Insolvenzverwalters? Ja, zunächst mal freut es mich, dass heute Abend so viele Basketballinteressierte da sind und hiermit dokumentieren, dass es mit dem Profi-Basketball in Trier weitergeht. Also vielen Dank an alle, die da sind. Vielen Dank auch an alle, die dazu beigetragen haben, dass wir mittlerweile, ich sage schon fast wir, ja, aber es war ein gemeinsames Stück Arbeit, die Lizenz für die Pro A nunmehr endlich bekommen haben. Es war hartes Teamwork in den letzten Wochen und Monaten, ständige Kommunikation, ständiger Austausch, aber auch mit den beiden Ligen, das muss man auch sagen. Man war bereit, uns bei den ganzen Hürden auch ein gutes Stück weit zu helfen, auch wenn hier oder da Gegenwind einem ein bisschen entgegengestummt ist. Also danke nochmal an der Stelle auch von unserem Insolvenzverwalter Professor Schmidt. An alle Beteiligten, das gilt insbesondere auch an die Mannschaft und die sportliche Leitung, die es bewerkstelligt haben, mit Anstand und Würde die Saison, die schwierige Restsaison zu Ende zu spielen, allen
an dieser Stelle vielen Dank auch denjenigen, die dazu beigetragen haben, dass das überhaupt möglich war zu Beginn des Verfahrens. Und da blicke ich dann auf den 20. März zurück, nachdem der Insolvenzantrag gestellt worden ist und wir als vorläufiger Verwalter in das Verfahren reinkamen. Es war ein hartes Stück Arbeit, den Profispielbetrieb für den Rest der Saison zu sichern. Das war unsere Herkulesaufgabe, die wir zunächst bewältigen mussten. Und wie gesagt, auch an alle sportlichen Protagonisten an der Stelle nochmal besten Dank und die dazu beigetragen haben, das auch zu meistern. Und dazu zählt auch alle Akteure und Verantwortlichen der Insolventen Treveri Basketball AG, der Förderverein, die TBB e.V. mit Ronny Höpfner, die Arena mit Wolfgang Esser und vielen anderen Leuten. Das gesamte Team hat da ziemlich große Aufgaben bewältigt. Stand des Insolvenzverfahrens, wie gesagt, Hauptaugenmerk ging natürlich zunächst den Spielbetrieb zu Ende zu spielen, war ganz wichtig, auch gegenüber den Sponsoren, auch nur so konnten wir erreichen, indem wir das halt mit vielen Einzelgesprächen mit den Sponsoren hinbekommen haben, darzulegen, dass man eben die Saison sauber zu Ende spielen könnte. Und auch dann war es halt auch möglich, entsprechende Einnahmen noch weiter, die ausstanden, fällig waren bei den Sponsoren zu generieren, die sonst nicht gekommen wären. Also an der Stelle auch nochmal Dank an die beteiligten Sponsoren. Ja, parallel ging es dann los, direkt von Beginn an eben in Zusammenarbeit auch mit dem TBB e.V. bzw. der neu gegründeten UG, da kann der Ronny gleich sicher noch mehr zu sagen, die Lizenzierungsverfahren, die anstanden, zu bewerkstelligen. Es stand an der Lizenzantrag für die erste Liga, für die BKO BBL, weil man hätte ja auch trotz Punktabzug sportlich es vielleicht noch schaffen können, in der Liga zu bleiben. Und dann nachfolgend den Antrag für die zweite Liga, für die Pro A. Auch das waren Herkulesaufgaben, aber wir haben sie Gott sei Dank mit Erfolg letztendlich gemeistert, wie man am Samstagabend dann erfahren hat. Ja, Samstagabend ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wir haben gerade von Wolli Esser schon mal andeutungsweise gehört. War ein hartes Stück Arbeit, bis die Pro A-Lizenz dann erreicht war. Vielleicht einen kurzen Einblick in diese Veranstaltung in Oberhausen. Ja, vielleicht nochmal vorneweg, um überhaupt das Lizenzverfahren starten zu können. An dieser Stelle auch nochmal einen ganz, ganz großen Dank an die Sponsoren, die auf Basis der unklaren Situation überhaupt Absichtserklärung abgegeben haben, uns weiterhin im professionellen Basketball zu unterstützen. Das war extrem wichtig, denn ohne diese Absichtserklärung, vielleicht im Vorfeld, damit das für alle klar ist, dadurch, dass die Treveri Basketball AG Insolvenz angemeldet hat, waren natürlich Sponsoringverträge nichtig. Und sowohl die BBL als auch die DJL hat natürlich einen gewissen Part oder beziehungsweise einen gewissen prozentualen Ansatz erforderlich gemacht, dass hier schon Absichtserklärungen vorliegen, sodass die Liga dementsprechend natürlich auch sagen kann, dass wirtschaftlich nachweisbar ist, dass hier Profibasketball gespielt wird. Und ganz ehrlich, auf Basis der Gespräche, natürlich was das neue Konzept angeht, natürlich auch mit viel Unterstützung von den regionalen Sponsoren, haben wir es geschafft, zumindest den wirtschaftlichen Nachweis schon am Donnerstag zu bekommen. Da haben wir die Information am Donnerstagabend seitens der Liga bekommen. Also hierfür auch nochmal in der Situation meinen recht herzlichen Dank an alle, die es ermöglicht haben, dass wir überhaupt in das Lizenzverfahren einsteigen konnten. Es ist natürlich in so einer Situation überhaupt nicht klar, wie es ausgeht. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, die Liga entscheidet, okay, die wirtschaftliche Basis ist nicht gegeben. Das war der eine Part. Der zweite Part, und jetzt der Schwenk rüber nach Oberhausen, war die Tatsache, dass die Trierer Ballsportbewegung UG das sportliche Teilnahmerecht per se nicht erlangt hat. Die Treveri Basketball AG ist sportlich abgestiegen durch den Punktabzug, beziehungsweise stand auch nach dem letzten Spiel in Ulm fest, dass wir sportlich abgestiegen sind, aber die Trierer Ballsportbewegung hat per se nicht das sportliche Teilnahmerecht erlangt. Weswegen also am Donnerstagabend dann die Mitteilung der Liga kam, dass wir zwar wirtschaftlich gesichert sind in der zweiten Liga, das Teilnahmerecht aber erst durch die Mitglieder der Ligaversammlung am Wochenende zustimmen muss, da hat eine einfache Mehrheit ausgereicht,
oder würde eine einfache Mehrheit ausreichen, sodass auch das sportliche Teilnahmerecht übertragen werden konnte. Und erst mit dieser Teilnahmerechtsübertragung, die am Samstag glücklicherweise erteilt wurde, stand sozusagen erst fest, dass wir nächste Saison hier in der Pro A in Trier weiterhin Basketball-Bundesliga auf hohem Niveau sehen werden. Wie ist der Tag abgelaufen? Es gab eine Tagesordnung, es war, kann ich ruhig sagen, der Tagesordnungspunkt 12, der eigentlich am Sonntag erst kommen sollte. Aber da relativ viel Bewegung sowohl in der Pro B als auch in der Pro A ist, haben sich die teilnehmenden Ligisten dafür ausgesprochen, doch erstmal darüber zu entscheiden, was mit Trier passiert, um überhaupt dann festzustellen, was mit der Pro A passiert, was die Aufsteiger machen oder was mit der Pro B passiert. Das heißt, wir haben dann uns vorgestellt, haben eine Präsentation gehalten, die die sportliche Situation in Zukunft darstellen soll. Ein Teil werden wir hier heute auch zeigen. Haben gut eine halbe Stunde diese Präsentation vorbereitet und dann ging natürlich die Diskussion los. Also natürlich haben wir versucht, auch ein Meinungsbild einzuholen im Vorfeld, aber man weiß ja nie, welche Fragen aus dem Plenum entsprechend kommen. Und dieses Plenum bestand nicht nur aus den Pro-A-Ligisten, sondern aus allen anwesenden Pro-B-Ligisten. Also wir hatten ca. 40 Vereine dort zu sitzen oder Vereinsvertreter dort zu sitzen, die sich natürlich kritisch oder auch positiv mit der Situation in Trier auseinandergesetzt haben. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, dass wenn einer eine kritische Frage stellt, andere auf diese kritische Frage aufspringen, die wir aber halbwegs anständig gemeistert haben, sodass nach kurzer Beratung, das was auch veröffentlicht wurde, wir 10 Stimmen bekommen haben aus dem Plenum, sodass das die Mehrheit war und damit sozusagen offiziell feststand, dass wir sportliche Teilnahmerecht haben und dann hier den Basketballstandort im Profibasketball gesichert haben. Es waren nervenaufreibende Stunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Danach ist eine richtige Last abgefallen, weil natürlich auch eine ganze Menge da dran hängt für den Standort hier in Trier. Aber umso glücklicher bin ich, dass wir es mit allen Beteiligten, die im Hintergrund gewerkelt haben, die letzten Wochen, Tage, das geschafft haben. Ja, vielen Dank schon mal zu diesem Punkt. Gibt es von Seiten der Medienvertreter noch Fragen zu dem Punkt? Also Herr Höpfner steht bis zum bitteren Ende der Veranstaltung hier oben. Außerdem, wenn da noch weitere Fragen sind, ist das kein Problem. Aber Herr Joswig würde sonst wieder dort unten Platz nehmen, wenn es von Seiten der Journalisten noch keine Fragen mehr zu dem Punkt Lizenzierung und Insolvenzverfahren gibt. Ja, eine Frage zur Rechtsnachfolge. Ist diese neue gegründete Trierer Ballsportbewegung UG, ist die quasi auch die Rechtsnachfolgerin der ehemaligen DDB Trier oder? Nein, sie ist keine Rechtsnachfolgerin. Vielleicht noch mal was zum Werdegang, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Zu Beginn auch oder unmittelbar im Zusammenhang mit der Insolvenzantragstellung mussten die Basketballfreunde hier in Trier oder auch die Leute aus dem Umfeld damit rechnen, dass es möglicherweise mehr als schwierig wird, und so ist es auch gekommen, die insolvente Treveri Basketball AG zu sanieren. Das war von Beginn an trotzdem noch mit einem Thema. Wir haben also gemeinsam ist man parallel gefahren. Es stand die Option im Raum, halt über ein Insolvenzplanverfahren die Sanierung der AG ins Auge zu fassen, damit das Spielrecht, Lizenzen etc. zu behalten. Oder eben Spielrecht und Lizenz im Nachgang dann auf eine Auffanggesellschaft, auf eine neue Gesellschaft zu übertragen, auf einen neuen Rechtsträger. So ist es dann auch gekommen. Es hat sich herausgestellt, dass eine Sanierung der insolventen AG nicht möglich war. Da gab es auch im Bereich der Ligen auch Probleme weiterhin. Von daher war das letztendlich nicht mehr haltbar. Wir mussten zu Beginn mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. Mai dann nach Abschluss des Spielbetriebes auch die sogenannte Masseunzulänglichkeit erklären, alle Mitarbeiter freistellen. Und weil eben die Kosten der noch laufenden Verträge, was heißt Spieler, Trainer etc., alles was damit zusammenhängt, letztendlich nicht aus den Einnahmen des Insolvenzverfahrens finanzierbar waren und die Masse dafür nicht ausgereicht hätte. Von daher war da spätestens der Zeitpunkt definitiv fest, dass letztendlich ein neuer Rechtsträger die Spielrechtserlaubnis bekommen muss und damit auch die Lizenz. Wer die Frage jetzt beantwortet, müssen wir gleich, können wir wahrscheinlich beide machen. Wird es bei dieser Rechtsträger
Nee, da wird was anderes konstruiert, kommen wir gleich in der Konstruktionsvorstellung, gehen wir gleich drauf ein. Also es wird keine UG bleiben, sondern es wird eine GmbH gegründet werden. Aber dazu kommen wir gleich in Punkt 2. Gut, dann sage ich vielen Dank an Guido Joswig und bitte jetzt nach oben, genau zu dem Punkt, die Vorstellung des Konzepts, die auch genau was diese UG dann betrifft, Georg Bernarding und Wolfgang Kram als Teil auch des von Wolfgang Esser schon genannten e.V. Ja, starten wir vielleicht mit Georg Bernarding. War als erster auf der Bühne, hat dann auch das erste Rederecht. Ja, es geht jetzt um das Konzept der neuen Rechtsform oder auch des neuen, überhaupt des Basketballstandards Rier. Wir haben dort hinten eine Grafik vorbereitet. Vielleicht erstmal, wie froh sind Sie denn, dass es weitergeht mit Basketball in Rier? Also da haben in den letzten Tagen, vor allen Dingen Tagen, aber auch Wochen einige ganz bös gerödelt, damit das so weit kommen konnte, wie es heute ist. Das war tatsächlich zum Teil Knochenarbeit und wir sind froh, dass wir heute so weit sind, denn es zeigt sich jetzt eine Perspektive, es zeigt sich, denke ich, eine schöne Zukunft. Diesen Trierer Basketball e.V., den gibt es seit ewig. Seit Menschengedenken, so wie den Wolfgang Kram und mich. Ich seit Menschengedenken. Und wir sind seit, ich weiß es nicht, ich habe auch jetzt nicht mehr nachgeschaut, seit wann, aber mindestens 25 Jahre, dieser Verein ist ganz klein. Der ist auch nicht bekannt, der hat die notwendige Mitgliederzahl, die man nach dem Gesetz für einen Verein braucht. Den Verein haben wir ganz früh gegründet, zum Beispiel, als wir einen Träger brauchten für das Basketballinternat. Ja. Der Verein hat jahrelang dieses Basketballinternat, also die Jugendförderung, getragen. Danach, ich will das jetzt nicht bis Methusalem ausdehnen, danach hat der Verein dann die Jugendarbeit für die TBB AG gemacht, JBBL, NBBL. Das waren alles Dinge, die in diesem Verein bearbeitet wurden, vor allen Dingen der Ronny hat als Geschäftsführer das gemacht. Und dieser Verein, den wir das eine oder andere Mal schon auflösen wollten, weil wir gesagt haben, brauchen wir ihn nicht. Wir kamen immer wieder zum Ergebnis, nein, lassen wir ihn stehen, er kann gute Arbeit machen, hat er auch immer wieder gemacht, klein, aber fein. Und wenn er gebraucht wurde, ist er da. Und so ähnlich war es jetzt auch in der Situation, als wir gemeinsam darüber nachdenken mussten, wie kann das weitergehen, dass wir gesagt haben, wir haben ja eine Struktur, eine Rechtsstruktur, diesen e.V. in der Rechtsform eines e.V. und der e.V. könnte in dieser Situation eine gewisse Rolle übernehmen, nämlich auch als Mitträger, als Teil oder als wesentlicher Träger dieser zu gründenden GmbH. Das wäre dann die Basis für die GmbH. Vor allen Dingen hat der Verein aber, denke ich, durch die jahrzehntelange Arbeit auch bei anderen Basketballstandorten einen gewissen Ruf, nämlich den Ruf der Kontinuität. Der Kontinuität und der Solidität. Und das haben wir dann auch als Verein gesehen und gesagt, nein, wir waren eigentlich immer da für den Basketball. Wir sind heute da, in dieser Situation ganz besonders gefragt. Wir machen da mit. Und selbstverständlich ist es so, dass wir auch in Zukunft als e.V. weiter bestehen werden. Denn ich denke, gerade diese Situation heute in den letzten Wochen hat gezeigt, dass wir als e.V. klein, aber notwendig sind. Und so hat der Verein dann gesagt, wir übernehmen in der neuen Konstruktion einen gewissen Part und werden dann eine Weiterentwicklung mit betreiben. Wir werden sehen, wohin das dann führt, aber dazu kann der Wolfgang Kram, der Ronny, noch was sagen. Ja, vielleicht das Mikrofon an Wolfgang Kram. Wir haben gehört, Solidität und Kontinuität. Ich glaube, Ihr Name steht da in Trier schon seit mehreren Dekaden. Wie wird Ihre Aufgabe sein oder wie wird sich der Verein auch in der neuen UG dort einbringen, über das, was der Georg Bernarding gesagt hat, hinaus auch? Ja, die Idee war eigentlich nochmal zurück zu den Anfängen. Ja? Wir haben den TÜB in Trier gehabt. Wir haben, wie ich damals zum Basketball kam, da hat der Helmut Schröer mich angerufen, hat gesagt, hier ist ein Verein, TVG,
der braucht einen Notvorstand, ja, und kannst du das machen? Der hat auch mehrere Abteilungen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber nicht allein, da brauchst du noch jemand dabei. Und da habe ich den Peter Adrian gefragt, unser alter Freund, also ist er noch jünger, aber da hat er ja gesagt und plötzlich war ich dann Vereinsvorsitzende, Notvorstand eines Vereins, der auch eine Basketballabteilung hatte. Und ohne unser Zutun, nämlich Zutun von Peter Adra und ich, der Peter, haben keine Ahnung von Basketball und ich auch nicht, wurden wir denn dank anderer Hilfe, Esser, wurden wir Zweitliga und ohne unser Zutun, ja, Erstliga. Und habe gesagt, jetzt wird es spannend. Ja. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir, weil das ja auch Profisport kostet immer Geld, müssen wir das von den übrigen Amateurabteilungen, müssen wir das trennen. Und das haben wir dann getrennt, haben dann die Basketball und haben dann an für sich so weitergemacht und die Weiterentwicklung war halt so. Und deswegen glaube ich, da sind auch viele ehrenamtliche Leute in diesem e.V., die uns richtig weiterhelfen können und mit Rat und Tat. Und das hat sich jetzt auch bewährt in der Zeit, dass wir auf die zurückkommen könnten, die auch von Basketball in dem Fall mehr verstehen, als ich von Basketball verstehe. Ja, vielen Dank, Wolfgang Kram. Ja, Ronny Höpfner, vielleicht, dort hinten haben wir die Grafik, vielleicht mal kurz erläutern, wie sich das künftige Zukunftsmodell Basketballstandort Trier aufdröselt. Also ich glaube, ganz wichtig ist, uns war extrem wichtig in der neuen Konstruktion, dass wir das Gesamtkonstrukt entsprechend öffnen. Deswegen wird der Trierer Basketball e.V. auch Hauptgesellschafter der TBB UG werden. Man wird sich natürlich Gedanken machen, zu wie viel Prozent der e.V. Mehrheitsgesellschafter bleibt. Also mal mindestens zu 51%. Das heißt, der TBB e.V. oder Trierer Basketball e.V. wird nachher Hauptgesellschafter der TBB UG. Name ist jetzt erstmal nur ein Platzhalter, weil natürlich auch die gewisse Zeit gefehlt hat, als die Insolvenz bekannt wurde. Die Idee ist, dass nachher natürlich die TBB UG, oder derzeit ist es so, dass das dieses Konstrukt der Lizenzinhaber für die Pro A ist und unter dieser TBB UG der komplette professionelle Spielbetrieb abgewickelt werden soll. Das heißt, das ist der wirtschaftliche Zweckbetrieb. Georg Bernarding sagte eben, momentan besteht der Verein aus 7 Mitgliedern, die stimmberechtigt sind. Die Idee ist natürlich auch hier, kurzfristigst die Satzung zu ändern, sodass auch jedem interessierten Fan, jedem interessierten Sponsor, jedem interessierten Förderer die Möglichkeit gegeben wird, sich mittelbar und unmittelbar an diesem Konstrukt zu beteiligen. Das heißt, so ein bisschen dieses Konstrukt kommt aus dem klassischen Fußball, so will ich es mal einfach sagen, dass natürlich der e.V., oder ein eingetragener Verein entsprechend eine Kapitalgesellschaft führt oder hält. Und warum haben wir das so gemacht? Ich glaube, dass es derzeit ganz, ganz wichtig ist, dass wir das Vertrauen bei allen zurückgewinnen. Nicht nur bei der Liga, da sind natürlich genauso Fragen gestellt worden, aber auch in Trier und Umgebung, dass jeder die Möglichkeit hat, und da sind wir jetzt mal 3 stellvertretend als e.V. derzeit, natürlich auch im gewissen Sinne nachher das Kontrollorgan für die TBB UG, ergänzt um die linke Seite, die Sie da sehen mit dem Beirat, weil natürlich auf Basis der finanziellen Möglichkeiten jetzt nicht klar ist oder es nicht möglich ist, dass ich für jeden Bereich einen hauptamtlich Angestellten entsprechend einstellen kann, der sich um das Thema Recht, Finanzen, sportliche Bereich und so weiter kümmert. Das heißt, wir haben von links und rechts 2 Kontrollinstanzen und Beratungsinstanzen, die es ermöglichen sollen, dass die TBB UG, nachher GmbH, entsprechend natürlich dann agieren kann und wirkt. Auf der rechten Seite stehen Sie da, Sie steht noch ein Wort Sportstiftung. Das Thema Sportstiftung ist ein recht wichtiges Thema, gerade für den Trierer Standort. Alle kennen die Hallensituation, gerade im Basketball in Trier. Das Hauptaugenmerk bei dieser Sportstiftung ist, dass wir hier in diesem Bereich den sozialen Anker setzen in der Trierer Gesellschaft, um natürlich dann nachher auch zu ermöglichen, einerseits perspektivisch ein Leistungszentrum zu bauen, also eine bestehende Halle vielleicht umzubauen oder auch eine neue Halle zu bauen, um es nicht nur den Leistungssportlern, den Profis, der JBBL, NBBL, Regio, sondern auch anderen Vereinen zu ermöglichen, einfach mehr Trainingseinheiten zu haben. Weil es gibt nichts Schlimmeres,
als Basketballer zu haben, die spielen wollen mit der gelben Pille in der Hand und die dann laufen müssen, weil es keine Trainingseinheit gibt oder die keine Möglichkeiten haben, weil eine Halle geschlossen wird. Hier wollen wir also entsprechend dann auch einsteigen und dieses Thema dann vorantreiben. Natürlich ist uns auch extrem wichtig, unter dieser Stiftung das Thema soziales Engagement zu fördern. Das Thema Inklusion, also warum soll man mit dieser Stiftung es nicht ermöglichen, dass auch die Dolphins in Trier eine Halle bekommen, in der sie regelmäßig spielen können und in der sie auch regelmäßig trainieren können. Also das sind einfach so die Ideen, die jetzt natürlich die Ideen sind schon länger im Raum, aber die man jetzt einfach auch mal zusammengefasst hat und daran wollen wir uns messen lassen. Und natürlich das Thema Schule, ja, ganz wichtig, also das Thema Sport, soziales Engagement in den Schulbereich reinzutragen. Was jetzt hier auf dieser Folie fehlt, werden sich vielleicht auch einige unter Ihnen euch fragen, ist der Trevi Basketball e.V. Der ist in diesem Konstrukt erstmal nicht drin, weil wir für die Liga auch entsprechend das Konstrukt dargestellt haben, was um die UG herum passiert. Der Trevi Basketball e.V. ist weiterhin existent, der wird auch weiterhin existieren und natürlich als Fördermöglichkeit für jeden, der Interesse hat, dann zur Verfügung stehen, um dort Mitglied zu werden, um Veranstaltungen zu planen, um entsprechend den Jugendbereich oder auch den Profibereich entsprechend zu fördern. Da stehen natürlich mit dem Jean-Pierre Reiter und dem Michael Dobritsch auch die entsprechenden Personen zur Verfügung, wenn entsprechend Rückfragen sind. Genau, das ist soweit die Konstruktion mit den Protagonisten, die jetzt hier vorne erstmal stehen. Wie gesagt, das ist der Anfang. Wir fangen komplett von vorne an und die Idee ist einfach, viel mehr Leute in diesen Verein reinzuholen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, die gute Ideen haben, die mithelfen wollen, dass hier an dem Pro-A-Standort in der nächsten Saison was Neues wächst. Und ich glaube, dass wir eine richtig gute Fanbasis haben, dass wir eine geniale Halle haben, dass wir einen genialen Standort hier haben, um sowas tatsächlich auch zu schaffen, weil natürlich auch kritische Rückfragen aus dem Lizenzverfahren kamen, ob wir überhaupt in der Lage sind, das entsprechend zu stemmen, wo ich eindeutig gesagt habe, ja, den haben wir. Wenn man sich das letzte Spiel anguckt und die letzten Bilder mit den Emotionen, wissen alle, glaube ich, in Deutschland, wofür wir stehen. Soweit dazu. Das ist jetzt erstmal so zu dem Konstrukt. Gibt es von Ihrer Seite erst Fragen zu dem Konstrukt, bevor wir nachher auch oder jetzt dann im Anschluss zu den handelnden Personen im Profibereich kämen? Der Name Trier Sportstiftung ist mir irgendwie bekannt. Ich gehe davon aus, kann Herr Bernarding als Gründungsmitglied sicherlich auch was zu sagen. Da steht auch erstmal nur Sportstiftung. Über den Namen müssen wir uns natürlich noch Gedanken machen. Also hat nichts mit der von Marsbach zu tun. Es ist eine komplette neue Sportstiftung. Selbstverständlich. Und die Trierer Sportstiftung, Gründer Horst Lachmann, ein Freund, die besteht weiterhin und macht gute Dienste zur Förderung unverschuldet in Not gekommener Sportler aus unserer Region. Auch für die darf man mal Werbung machen. Aber das wird dann etwas Neues sein. Eine Sportstiftung, Stiftung im rechtlichen Sinne, hat einen ganz großen Vorteil. Auch im Sinne von Solidität. Das Stiftungskapital bleibt immer bestehen. Man kann nur das Geld ausgeben, das man aus den Trägen dieses Kapitals einnimmt. Insofern ist eine Stiftung schon ein schönes, solides Konstrukt. Ja, ansonsten kämen wir im Bereich Lizenzhalter der ProA, TBB UG, auch zur Struktur der, ich nenne es mal, Geschäftsführung. Vielen Dank, Herr Bernarding, vielen Dank, Herr Kram. Zur Geschäftsführung, zu den handelnden Personen. Und da ist auch die nächste Folie schon. Herr Höpfner, kurz zu dem neuen Leiter. Also, wer wird der Manager werden ab dem 1.7.2015? Michael Lang. Ich weiß nicht, ob allen der Name Michael Lang ein Begriff ist. Ich denke mal den wenigsten. Und zwar extrem wichtig, dass wir aufgrund der Tatsache, dass durch die Insolvenz natürlich auch keine Struktur mehr vorhanden war, ein Experte, ein externer Experte, der nicht aus dem Trierer Umfeld kommt, natürlich auch gesucht und gefunden wird. Michael Lang ist 49 Jahre, hat Kommunikationspsychologie studiert, ist Dozent für Sportmanagement und Sportökonomie und Public Relations, der in der Vergangenheit als DSF
Redakteur und Moderator für den US-Sportbereich zuständig war und der General Manager von 99 bis 2005 für die Berlin Thunder war, dort mit denen dreimal deutscher Meister geworden ist, das Team also von der Pike auf komplett aufgebaut hat und der Geschäftsführer seit 2006 der E&S Kommunikationsagentur ist. Und zwar extrem wichtig, dass wir einen Experten hier reinholen, der die Strukturen entsprechend auch erstmal kreiert, neu kreiert, der mit neuen Ideen und seinem Netzwerk, was er in Deutschland hat, natürlich auch dafür sorgt, gegebenenfalls die Sponsorenbasis zu verbreitern. Und deswegen haben wir uns entschieden, ihn zum 1.7.2015 entsprechend hier als Manager zu installieren. Und er wird in Kürze auch Rede und Antwort stehen, aber dazu kommen wir später. Er ist gebürtiger Ansbacher, aber auch sehr in Berlin verwurzelt. Keine persönlichen Beziehungen zu ihm gehabt, auch wenn ich Berliner bin. Wir haben ihn gesucht und er war hier. Wir hatten mehrere Gespräche. Es war ein langer Prozess. Wir sind jetzt natürlich auch schon regelmäßig in Austausch mit ihm, in welche Richtung es geht. Aber für uns war extrem wichtig von der neuen Organisation her, dass wir hier einen Experten reinholen, der natürlich von der Pike auf entsprechend neue Strukturen erstmal aufbauen kann. Was extrem wichtig ist in der jetzigen Phase, um natürlich auch gegenüber der Liga, gegenüber Sponsoren, gegenüber Fans natürlich auch ein gewisses nachhaltiges Konzept entsprechend zu entwickeln. Ja, weitere Verantwortliche? Genau. Aufgrund der Situation, dass natürlich in der zweiten Liga das Budget entsprechend reduziert wurde, die meisten werden die Protagonisten entsprechend kennen, das einmal mit der Sarah Kapay, mit dem André Ewerts und der Jessica Verwi, die in der neuen Geschäftsstelle dann auch weiter hauptamtlich beziehungsweise als Werkstudentin entsprechend weiter für sie da sein werden und entsprechend den Michael Lang im Tagesgeschäft unterstützen werden. Das heißt, die Sarah Kapay wird sich für das Thema Vertrieb, Marketing genauso wie der André Ewerts um diese Themen kümmern. Die Jessica Verwi wird sich primär um Ticketing kümmern, wird sich um das Thema Merchandising kümmern, wird sich um das Thema Spielbetrieb kümmern. Aber wie auch immer, was ganz wichtig ist bei dieser Struktur und wovon so ein Pro-A-Verein oder generell so ein Standort natürlich lebt, ist das Thema Ehrenamt. Also was wir versuchen müssen an diesem Standort, ist, dass wir ehrenamtliche Helfer, Leute, die Lust haben, Leute, die Idee haben, mit in dieses Konstrukt reinzubekommen, um entsprechend dann natürlich zu sagen, ich übernehme den Part, ich bin bereit hier zu helfen, ich bin bereit dort zu helfen. Also das ist auch ein Aufruf jetzt an alle, natürlich für die Zukunft, wenn Ideen da sind und wenn Ehrenamt gewünscht ist, uns sich bei uns zu melden, um natürlich da entsprechend zu unterstützen. Ja, das waren so die wichtigen Namen auch künftig im neuen Konstrukt des Trierer Basketballs. Namen sind das eine und jetzt bitte ich auch den Wolfgang Esser nochmal hier hoch. Das andere ist natürlich das Thema Finanzen, Budget und Etat. Wie im Endeffekt Also hier kam gerade die Frage aus dem Plenum der Räumlichkeiten. Back to the roots heißt es, ab in die Arena. A, um natürlich einmal Kosten zu sparen, das heißt die Geschäftsstelle wird auch ab Mittwoch mit den entsprechenden Telefonen wieder hier auf der, jetzt muss ich überlegen, hier auf der rechten Seite zu finden sein. Das heißt, wir ziehen im Prinzip wieder auch hier zurück. In die Arena. Ja, neben dem Weg zurück in die Arena, Wolfgang Esser ist hier auch zu Hause in der Arena. Ja, Wolfgang, wie sieht es mit dem Budget aus für die kommende Saison? Wie sehen die Eckdaten aus? Oder Ronny Höpfner dazu. Wie sehen die Eckdaten aus? Mit was will man planen? Mit was kann man planen? Also die Etatplanung, die wir auch bei der Liga eingereicht haben, gehen von 1,4 Millionen Euro aus. Das heißt, man hat den Etat natürlich kräftig reduzieren müssen, aber aufgrund der entsprechenden Absichtserklärung war das das Ziel, was wir auch entsprechend der Liga kommuniziert haben. Dazu steht jetzt nichts mehr an der Folie, also da stehen jetzt nur unsere Gegner für die neue Saison, kommen wir gleich noch zu. Wie setzen sich diese 1,4 Millionen Euro zusammen? Die setzen sich einmal aus dem Bereich 700.000 Euro Cashleistung zusammen, 360.000 Euro Barterverträge, also sprich, wo Medienpartner zum Beispiel eine Leistung entsprechend erbringen, das dann entsprechend gebartert wird und
Derzeit gehen wir von einem Zuschauereinnahmen von 310.000 Euro aus. Das sind dann ungefähr die 1,4 Millionen Euro, die wir zur Verfügung haben für die nächste Saison. Das ist bei der Liga so kommuniziert, ist für gut befunden worden. Ja. Mit welchem Schnitt wird kalkuliert? Also konkret welcher Zuschauerschnitt? Am besten 15 Heimspiele, 6.000 Leute. Also schön Werbung machen überall. Nee, wir sind mit einem Schnitt leicht reduziert von ungefähr 1800 Personen ausgegangen, sogar nur. Ja. Wir sind relativ konservativ an die Sache gegangen, weil man natürlich nicht weiß, wie sich sowas entwickelt. Deswegen sage ich, also es gibt Möglichkeiten, hier an dem Budget natürlich auch entsprechend zu erhöhen. Also wie gesagt, schön die Spiele besuchen kommen. Ja, vielleicht von Wolfgang Esser, da auch noch ein, zwei Ergänzungen auch im Endeffekt, für was das Geld dann auch benötigt wird. Also einmal natürlich die Planung, der Antragsplanung, sage ich mal, basiert im Wesentlichen auf den Zahlen, die wir aus dem letzten Jahr oder den letzten beiden Jahren in der ersten Liga gezogen haben. Bei den Sponsorleistungen ist es ja relativ einfach. Man nimmt die Verträge. In manchen Verträgen steht drin, was man in der zweiten Liga dann bekommt. Von manchen Partnern ist das ja wohlweislich auch schon mal geregelt gewesen, weil der sportliche Abstieg, den muss man ja in der Regel einkalkulieren. Also hat man dafür Zahlen gehabt. Bei den anderen hat man nachgefragt. Aber der wesentliche Faktor, der uns alle ein bisschen überrascht hat, nachdem wir ganz tief in den Zahlen drin waren, in der ersten Liga war der größte Sponsor, den dieser Basketballsport in Trier hat, der normale Zuschauer. Und wir hatten Ticketeinnahmen über 500.000 Euro im letzten Jahr. Und das ist natürlich schon eine ganz, 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 ganz große Summe. Damit kann beispielsweise Alba Berlin oder vor allen Dingen auch Bayern München nicht aufwarten in der prozentualen Situation. Also prozentual ist tatsächlich der normale Zuschauer der größte Sponsor des Basketballs hier in Trier und das ist ganz toll eigentlich. Ne? So, wir haben dann natürlich diese Zahl im Ticketing runtergerechnet. Einmal aufgrund der Ticketpreise, die in der zweiten Liga üblich sind. Und natürlich fehlen in dieser Durchschnittsbetrachtung, das darf man nicht vergessen, Bayern München, Alba Berlin, die in der ersten Liga dann eben 6.000 Leute ziehen und die unseren Schnitt nach oben gepusht haben. Solche Mannschaften haben wir natürlich im Moment nicht da. Köln könnte zu einem solchen Renner werden, je nachdem, wie die Mannschaft sich da zusammensetzt. Deshalb sehr konservativ bei der Rechnung, auch der Jahreskarten davon ausgegangen. Das nur nochmal zur Ergänzung. Und dieser Etat von knapp 1,4 Millionen, der sieht sich viel an. Auch in der ersten, in der Gesellschafterversammlung wurde der natürlich zur Kenntnis genommen mit einem etwas, naja, das ist ja gar nicht so wenig. Wir haben aber da wirklich alles eingerechnet. Die Etats in der zweiten Liga sind viel, viel differenter als in der ersten Liga. Da spielen noch Vereine in Schulturnhallen, die haben natürlich keine Hallenkosten, haben dafür natürlich auch weniger Möglichkeiten, sich darzustellen. Dann ist sehr viel in den ehrenamtlichen Bereich noch verlagert bei anderen Vereinen. Was wir ganz ausschließen wollten, auch in dem Verwaltungsbereich eben mit einem professionellen Umfeld zu arbeiten, Sie haben eben die Namen gelesen. Und die kriegt man eben dann auch nicht umsonst. Wenn wir davon ausgehen, wie unser Finanzplan aufgestellt ist, dann sieht zurzeit das so aus, dass etwa 500.000 Euro für den Sportbereich zur Verfügung stehen. Also für Mannschaft und für Trainer. Das ist, um eine Pro A oben mitzuspielen, noch zu wenig. Also wir werden nicht umhinkommen mit allen beteiligten Sponsoren, mit sehr vielen Initiativen unserer Fans, diesen Etat nach oben zu bringen. Weil jeder Euro, der jetzt kommt, geht in die Mannschaft. Das, was wir drumherum gebaut haben, das lässt sich aus dem Etat, so wie er steht, finanzieren. Jeder Euro, der jetzt kommt, geht direkt in die Mannschaft, nicht prozentual in die Mannschaft. Und dann müssen wir erheblich noch zulegen, um ein Spitzenteam in der Pro A abbilden zu können. Und da bitte ich wirklich auch alle, und wir werden ja nachher auf die Sponsoren zu sprechen kommen, sie stark dafür ins Zeug zu legen. Ja, vielleicht ein Punkt, was die Zuschauer betrifft, Herr Höfner, wurde ja schon gesagt, die besondere Bedeutung der Zuschauer, der Fans in Trier. Es wurde jetzt gesagt, neue Geschäftsstelle, zurück zu den Wurzeln in der Arena.
Ab wann gibt es denn Jahreskarten, wo der Fan dann auch wieder zum Sponsor werden kann? Also Jahreskarten natürlich ein ganz wichtiges Thema. Aufgrund der Dringlichkeit des Termins in Oberhausen werden wir uns jetzt, also wir haben es natürlich schon Gedanken gemacht, aber zum 15.06. werden die neuen Ticketpreise für die Pro A veröffentlicht und ab dem 15.06. stehen natürlich dann auch wieder Anträge für eine Dauerkarte zur Verfügung, die dann entsprechend über die Geschäftsstelle oder über die Homepage sozusagen abgerufen werden kann, sodass jeder hier die Möglichkeit hat, sich auch direkt als Fan zu beteiligen und seinen Lieblingsplatz in der Arena zu sichern. Die anderen Sponsoren, ja, die anderen Sponsorenpakete, sie werden in dem Konstrukt der neuen Geschäftsstelle ja auch jetzt schon weiter in der Akquise fortsetzen. Herr Höpfner, Esser oder Olli, was wäre denn ein Wunschziel erstmal an neuen Sponsoreneinnahmen, was man jetzt auch das, was Olli Esser angesprochen hat, um den Kader eben qualitativ anzuheben? Also 200.000 bis 250.000 Euro wären so dir das, was ich mir vorstellen könnte, mit der man in der zweiten Liga eine Mannschaft hinstellen könnten, die eben zumindest um die Playoff mitspielt. Sonst mit einem geringeren Etat ist es auch möglich, ist immer wieder möglich, haben wir auch jahrelang hier in Trier bewiesen, dass man nicht nur nach dem Geldetat gehen muss, aber wird es in der Pro A schwieriger. Wir werden dann nachher noch bei der Zusammenstellung des sportlichen Personals nochmal darauf zu sprechen kommen. Die Regularien der Pro A sind etwas different zu der BBL. Und machen es nicht unbedingt sehr viel günstiger dann, aber da werde ich nachher noch was zu sagen. Ja, und Sponsorenpakete, Herr Höfner, um gerade den Punkt dann anzusprechen und dann auch gleich zu dem Thema überzuleiten. Ich gehe davon aus, die Mitarbeiter bzw. die jetzt engagiert sind am Basketballstandort Trier, sind dort auf der Jagd. Also ganz wichtig, in dem Lizenzierungsverfahren gibt es noch eine Deadline, das ist der 30.06., wo wir gegenüber der jungen Liga 60% des Etats, des Sponsoring-Etats auch mit festen Verträgen nachweisen müssen. Das heißt, hier werden wir uns natürlich auch in den nächsten Tagen entsprechend schnell zusammensetzen, um die Sponsoring-Pakete entsprechend aufzustellen und dann auf die Sponsoren entsprechend zuzugehen. Also wir hoffen, dass wir das Ende nächster Woche tatsächlich auch hinbekommen. Da sitzen jetzt in dem Sinne auch die Experten dran, die sich dann darum kümmern werden. Ja. Zum Thema Etat, Budget, Fragen von Seiten der Medienvertreter? Wie viel von den genannten Summen gehen denn über Absichtserklärungen hinaus, sind also vertraglich bereits definitiv zugesagt zum jetzigen Zeitpunkt? Zum jetzigen Zeitpunkt kein einziger, weil aber auch überhaupt nicht klar war, seit Samstag, in welche Richtung es geht. Also insofern, wir mussten jetzt natürlich abwarten, es wird kein Sponsor einen entsprechenden Vertrag unterschreiben. Natürlich mit einer aufschiebenden Bedingung hätte man sowas machen können. Für die Liga war aber im ersten Schritt erstmal die Absichtserklärung wichtig, dass wir überhaupt nachweisen konnten. Es gibt eine schriftliche Zusage in dem Moment der Lizenzerteilung. Das ist unser Gesellschafter und Gesellschafter der Arena und Hauptsponsor des DBB. Die Stadtwerke haben ihren Vertrag lediglich von der Lizenzerteilung abhängig gemacht und die geben auch das gleiche Geld, was sie im letzten Jahr in der ersten Liga gegeben haben. Noch weitere Fragen zu dem Thema? Wir haben ja einige Zahlen schon gehört. Die Sponsorsumme jetzt des einzelnen Sponsors würde ich nicht machen. Ich habe aber gesehen, der Johann Meyer ist da. Wenn er will, kann er die gerne sagen. Ja, ne? Machen wir das jetzt. Gut, okay. Gut, dann für den Punkt nochmal vielen Dank an Wolfgang Esser. Jetzt bitte ich hoch den ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt Trier, Helmut Schröer. Ja, vielleicht auch mal bei Ihnen Ihre persönliche Meinung erstmal, als am Samstag im Endeffekt das Thema der Pro-A-Lizenz in trockenen Tüchern war, wie groß war der Stein, der Ihnen vom Herzen gefallen ist? Ich war auf einer
Privatenreise in Polen und habe meinen Partnern, mit denen ich unterwegs war, einen ausgegeben, weil ich mich gefreut habe. Ja, vielleicht darf ich noch etwas Persönliches sagen. Es ist die dritte Bauchlandung, die ich miterlebe bei den Basketballern. Ich darf daran erinnern, dass wir ja schon eine Insolvenz hinter uns haben und dass wir einmal nur die Lizenz bekommen haben, weil die Liga aufgestockt wurde. Da wären wir auch schon weg gewesen. Also das reicht jetzt. Und als ich dann gefragt wurde, ob ich mitmachen würde, vor allem zu dem Thema Sponsoren mitzuhelfen, war ich natürlich bereit, weil ich schon weiß, wie wichtig es ist, dass in Trier dieses Sportangebot von Bedeutung ist. Für die Stadt vor allen Dingen. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass mein Nachfolger, so muss ich das sagen, Herr Obermeister Leibe, bei den meisten Gesprächen, soweit das möglich war, dabei war und mitgeholfen hat, dass wir eine gewisse Basis für die Gespräche, die dann geführt wurden, hatten und ist sicher auch heute sehr verhindert und in Zukunft dabei. Also das ist eine Einheit, die dann schon ein bisschen mitgeholfen hat. Sie haben gehört, da fehlt noch einiges. Es gibt einen großen Sponsor, es gibt dann sicher auch noch andere, die man einfach ansprechen kann. Aber es ist natürlich so, dass man auch Leute ansprechen muss, die vielleicht diesmal nicht dabei waren oder noch nicht dabei waren. Wenn ein solches Konzept, ein solches Konstrukt vorgestellt wird, ist das natürlich wichtig und ich habe mich bereit erklärt, dann mitzugehen zu den Gesprächen, weil ich schon glaube, dass ich den einen oder anderen, den ich gut kenne, dazu gewinnen kann, mitzumachen. Ich muss noch mal ein persönliches Erlebnis wiedergeben. Bei der letzten Insolvenz, die wir hatten, da haben wir uns ja auch beworben um eine bei der BBL. Und die Sitzung der Bundesliga-Vereine war in Honnef, wenn ich mich recht erinnere. Und damals, ich war gerade aus dem Amt, habe gesagt, ich fahre mit, weil ich die meisten auch kannte, die da waren. Ich kenne den Marco Baldi ganz gut, ich kannte den Haider ganz gut aus Bamberg. Und dann haben sie auch gesagt, ja, wir machen das, haben sie auch bekommen. Aber der Marco Baldi hat zu mir dann gesagt, also tun Sie mir einen Gefallen, das darf nicht nochmal passieren. Jetzt haben wir den Salat, nicht? Und insofern bin ich schon bereit, damit zu helfen, dass wir jetzt an diesem Punkt Strukturen aufbauen. Und die Basis scheint mir so gut zu sein. Herr Rading hat das sehr schön angedeutet, Wolfgang Kram, Herr Höfner, der hat großartige Arbeit geleistet. Wir haben neue Gesichter, wir haben einen ganz neuen Ansatz und ich glaube, das ist eine gute Basis, um dann auch die restliche finanzielle Basis hinzukriegen. Wenn wir zu einem Sponsor gehen und sagen dem, wir wollen eine Unterstützung haben, dann denken die immer, ja, Insolvenz. Wenn wir danach kommen und zeigen ein Konzept mit der Struktur, wie sie aufgebaut worden ist, ich muss auch sagen, die vorbereitende Veranstaltung finde ich doch sehr gelungen, habe das sehr viel Mühe gegeben. Man darf sie nicht zu viel loben, muss man aufpassen. Aber ich glaube, es ist sehr gelungen und ich glaube, mit diesem Konzept wird es uns auch gelingen, das, was der Wolfgang Esser eben gesagt hat, doch ein bisschen Geld zusammenzukriegen, dass wir nicht nur mitspielen, sondern oben mitspielen. Das muss unser Ziel sein. Wie werden Sie, ich sag mal, dafür darf man ruhig auch mal applaudieren, ja? Ich sag mal, wie werden Sie dort auch, ich sag mal, die Strategie ist es, auf viele Schultern, denke ich, die Verantwortung auch finanzieller Art dann zu schultern? Ja, also das Erste ist, ich habe an dem Schema gesehen, da war ein Beirat vorgesehen. Da mache ich mit, wenn ich gefragt werde. Ja, klar. Natürlich wird es auch in den nächsten Tagen so sein, in den nächsten Wochen so sein, dass da Gespräche stattfinden müssen. Es wird wohl eine Liste geben, die gibt es, das weiß ich ja. Und die muss abgearbeitet werden und da braucht man jemanden, der das machen kann und auch machen will. Ich bin bereit dazu mitzugehen und mitzusprechen, auch anzurufen, auch Vorschläge zu machen, wer noch angesprochen werden kann. Ich kenne ja nun sehr, sehr viele Leute in Trier und in der Region. Es ist ja auch eine Regionsaufgabe. Ich muss das mal darauf hinweisen, es ist nicht nur eine Trierer Aufgabe, es ist auch eine Aufgabe in der Region. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht im Sport den Zustand der Zweitklassigkeit, dass der auf Dauer, das ist keine Zukunft, Zweitklassigkeit. Wenn Sie überlegen, 10 Jahre zurück, da wusste ich samstags und sonntags nicht, wo ich hingehen sollte. Nicht? Zur Eintracht der Bernarding. Nicht? Da haben wir waren beide sehr sportinteressiert, Fußball, Handball, Frauen und Basketball, ja, alles deutsche Spitze. Das muss nicht, werden wir nicht mehr schaffen in absehbarer Zeit. Aber es muss so sein, dass es Qualität ist, dass es wieder wirklich mit Überzeugung gesagt werden kann,
Wir sind eine Sportstadt. Und das ist momentan ja doch mit einem Fragezeichen. Wir sind zwar in der Rede, aber nicht so, wie wir uns das gerne vorstellen können. Das muss wieder erreicht werden. Da will ich gerne mithelfen. Ja, ich denke, das ist Applaus wert. Vielleicht gerade die Frage in dem Zusammenhang nochmal an Herrn Höpfner. Wie ist es geplant, dieses, ich sage auch mal, Netzwerk der Unternehmen oder eben auch die Unternehmen dort einzubinden, eben in Sponsoren der Form, aber auch eben als Netzwerker? Natürlich ist es notwendig, dass natürlich auch für die Sponsoren ein entsprechendes Netzwerk oder eine entsprechende Plattform natürlich geboten wird durch eine Art Business Club. Da will ich jetzt aber nicht vorgreifen an der Stelle, weil das überlasse ich den Experten, die das hauptamtlich nachher machen werden. Aber hier werden sicherlich verschiedene Ideen entwickelt, um natürlich A, nicht nur die Möglichkeit innerhalb der Halle zu werben mit dem Namen, sondern sich natürlich auch innerhalb der Kleinstsponsoren, der mittleren Sponsoren, aber natürlich auch der Großsponsoren entsprechend auszutauschen, um hier einfach Geschäftsansätze zu finden. Ich glaube, das ist extrem wichtig für jeden Unternehmer, dieses Netzwerk zu haben, dieses Netzwerk zu etablieren, und dafür wollen wir auch zur Verfügung stehen. Ja, da denke ich, da wartet sowohl auf Beirat als auch auf die neuen Strukturen im Basketballstandort Dreh einiges an Arbeit. Von Ihrer Seite nochmal Fragen der Journalisten zum Thema Sponsoring oder geplante Akquise von Sponsorengeldern? Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank, Helmut Schröer, erfolgreiche Arbeit. Und jetzt darf Wolfgang Esser gerne nochmal nach oben kommen, weil jetzt geht es um die Personalplanung Sport, ist das überschrieben. Das heißt, wer spielt, wer trainiert, und auch in dem Punkt Beirat war ja auch der Punkt sportlicher Beirat. Ich denke, jetzt werden zumindest schon mal einige Fragezeichen geliftet werden können, Wolfgang. Eigentlich nicht so, aber wenn Sie jetzt genau zuhören, bitte genau zuhören. Wir hätten einen Trainer, wenn wir Erstliga spielen würden, und der hieß Henrik Rödel. Da wir aber im Moment Pro A spielen, vorausgesetzt, wir werden nicht an einem Verfahren teilnehmen, was ja im Moment noch anhängig ist, an diesem Wildcard-Verfahren, wird Henrik Rödel sich frühestens bis zu Beginn des A2-Lehrgangs in Trier entschieden haben, ob er möglicherweise dann auch in einer Pro A unser Trainer bleibt. Ich habe meinem Freund Henrik diese Zeit gerne eingeräumt, sich das 15. zu überlegen. 15.06. Ja, 16. beginnt der Lehrgang, 15.06. hat er sich auch zur Pro A zu erklären. Ich sage das deshalb etwas schmunzelnd, weil das ist gleichbedeutend auch der Tag, an dem das Wildcard-Verfahren von den Anträgen her abgeschlossen wird. Das heißt, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Wenn bis dahin die Trierer keinen Antrag abgegeben haben, gibt es auch keinen Antrag, und dann muss er sich eben für die Pro A oder dagegen entscheiden. Ob es einen Wildcard-Antrag von Trier gibt, für die erste Liga, für die zweite brauchen wir keinen, da haben wir eine Lizenz, ist für uns nicht ersichtlich. Wir können keinen Antrag stellen, weil uns für dieses Verfahren mindestens 750.000 Euro fehlen. Obwohl wir einen höheren Etat für die BWL hätten, als in der Pro A wären, ist dieser nicht so hoch, viel mehr, als dass wir damit in der BWL bestehen können. Dazu kämen eben die 250.000 Euro Wildcard-Gebühren. Dazu die Ungewissheit, selbst mit diesem Etat, der dann immer noch unter dem läge, der in der letzten Saison hier in Trier veranschlagt worden ist, dass wir nicht garantieren können, dann im nächsten Jahr wieder vor dem Problem zu stehen, in der Pro A uns zu stabilisieren, weil wir es sportlich nicht gepackt hätten. Insofern macht es für die jetzt hier Beteiligten keinen Sinn, in ein solches Verfahren zu gehen. Wenn übermorgen ein wo auch immer herkommender Investor sagt, ich habe da eine Million und ich würde gerne BBL spielen, dann würden wir neu überlegen. Aber er müsste schnell kommen, allein von den terminlichen Vorbereitungen, die dazu nötig wären. So viel also zu der Trainersituation.
Natürlich hoffe ich, dass Henrik uns trotzdem erhalten bleibt. Sollte er das nicht tun, dann habe ich seine Zusage und die habe ich auch so, dass ich sie hier verkünden kann, wird er unseren Weg in der Pro A begleiten. Und zwar dahingehend, dass er uns unterstützt in der Rekrutierung seines möglichen Nachfolgers und aber auch bei der Zusammenstellung der Mannschaft, die in der Pro A notwendig ist. Dafür ist das ganz wichtig. Das ist für uns umso wichtiger, weil die Pro A vom Recruiting andere Voraussetzungen hat. Die eingefleischten Basketballer wissen das. Aber Trier hat so lange keine zweite Liga mehr gespielt, dass ich es gerne hier nochmal wiederhole. Unter den 5 Spielern, die auf dem Spielfeld sein müssen, müssen 2 deutsche Spieler sein. Und wenn man dann eben, ich sag mal, gewisse Ambitionen hat mitzuspielen, dann muss man mindestens 4 deutsche Spieler haben, die auch in der Lage sind, als Starter zu agieren. Und das ist natürlich eine andere Voraussetzung, als manche BBL-Kandidaten in der Vergangenheit das gemacht haben, ohne die werten zu wollen. Aber wie Hagen sich aufgestellt hat, wie der MBC sich aufgestellt hat, wie in den letzten Jahr Ludwigsburg aufgestellt hat, die also im Prinzip von 12 Spielern, ich sage ganz bewusst, 10 Ausländer haben, natürlich 4 davon mit einem nachträglichen deutschen Pass, aber Sie kennen ja alle noch Patrick Flomo in Bonn und so weiter. Die sind mittlerweile alles Ludwigsburger Amerikaner, also mit deutschem Pass. Diese Situation geht in der Pro A nicht. Und wir wollten diesen Weg auch nicht gehen. Der Trierer Weg sieht anders aus. Wir wollen perspektivisch auch dort deutsche Spieler ausbauen. Und deshalb ist diese Hilfe und die Unterstützung, die Henrik angeboten hat, weil er sagt, es waren 5 tolle Jahre bis jetzt, vielleicht ein 6. Für uns umso wichtiger. Und er wird natürlich auch, sobald er wieder zurück ist, gerne mit den Fans über diese, ich sag mal, Unterstützung und über seine Jahre in Trier sprechen. Da kommen wir nachher noch bei der Terminierung zu. So, jetzt sind wir aber erst seit Samstag Pro A-Ligist. Und dann kann man sich vorstellen, dass also ab Samstag, ungefähr so ab 16 Uhr, nachdem die Pressemitteilung durch Basketball Deutschland rund war, die Telefone der Agenten und auch teilweise der Trainerkandidaten direkt durchläuteten, vielfältig. Und ich habe bis jetzt immer die Chance zu sagen, wir haben noch keinen Trainer und wir verpflichten keinen Spieler, ohne mit dem Trainer darüber zu sprechen. Also ich habe da jetzt bis zum 16. auch noch etwas Zeit. Und hoffe eben aber trotzdem, dass wir in Vorgesprächen, die wir natürlich führen, mit den in Frage kommenden Spielern, in erster Linie mal unseren eigenen Spielern, die also in der letzten Saison hier waren und die diese Perspektive natürlich haben, da spreche ich vor allen Dingen von den deutschen Spielern, mit denen über ein Pro-A-Engagement zu sprechen. Also wir werden nicht bis zum 16. warten, um mit keinem zu sprechen, aber wir werden keine Entscheidung treffen, ohne dass wir nicht wissen, welcher Trainer im nächsten Jahr hier unsere sportlichen Bereiche dann in der Führung hat. Und noch eins vielleicht nur auf Ronnys Ausführungen draufzusetzen, was das Personal angeht. Ich glaube, Sie haben direkt gemerkt, wir haben uns in der Verwaltung ganz klar entschieden, Sportmarketing und Sportkommunikationsproblematik in den Vordergrund zu rücken. Wir haben keine sportartspezifischen Expertisen oder Experten in diesem Gremium drin. Deshalb werden wir umso mehr in diesem Beirat die sportliche Expertise, die ja in Trier vorhanden ist, versuchen zu nutzen. Und in den Gesprächen, die wir in den letzten Wochen hatten, waren die auch schon zahlreich vertreten. Um 2 Namen zu nennen, Patrick Börder, der heute Abend auch hier ist, und James Marsh, der leider durch eine DGB-Veranstaltung verhindert ist, stehen also auch für solche Unterstützung zur Verfügung. Und ich denke, da haben wir nicht so große Probleme wie in dem übrigen Bereich. Und deshalb war die Entscheidung auch richtig, mit Michael Lang jemand aus diesem Bereich zu verpflichten und eher den sportartspezifischen Expertentum der Stadt Trier zu nutzen, den wir ja zweifellos haben. So, also um es abzuschließen, wir werden innerhalb vom Juni versuchen, unsere Planungen so weit zu treiben, dass definitiv der Trainer feststeht. Mitte der Monat Entscheidung von Henrik, dann brauchen wir vielleicht noch eine Woche, um, wenn er es nicht sein sollte, um den Nachfolger zu bestimmen. Und dann werden wir an die
an die Umsetzung des Kaders gehen, ohne dass wir die Zeit verstreichen lassen und nicht mit den Spielern reden, aber haben Sie Verständnis dafür? Ich würde mir auch als Trainer keinen Kader vorsetzen lassen. Wir haben auch die einmalige Chance, jetzt dem Trainer die Möglichkeit zu geben, den Kader mit zu bestimmen. Die sollten wir auch nutzen und insofern haben Sie da noch ein bisschen Geduld. Und ohne dir Termine vorzugreifen, wir werden am 15. den nächsten Infotermin ansetzen und am 29. Und am 29. denke ich, können wir Ihnen schon weitestgehend auch sagen, wo die Planung in Richtung der Spieler hingeht. Ja, das war schon die perfekte Überleitung zum finalen Punkt, den Terminen in Zukunft, beziehungsweise gab es zu dem Punkt erst noch Fragen? Ja. Wolfgang, du hast die deutschen Spieler angesprochen. Ich nehme an, damit meinst du die Leute, die aus dem eigenen Nachwuchs gekommen sind? Grundsätzlich meine ich mal alle deutschen Spieler, damit die letztes Jahr für TBB gespielt haben. Ja. Grundsätzlich meine ich alle damit, besonders natürlich unsere eigenen Jungs, klar. Ja, ansonsten gehen wir über. Olli Esser darf gerne auch noch hier oben bleiben. Er geht wieder, gut. Ronny Höpfner, wir haben jetzt gesagt, einen Punkt haben wir schon vorweggegriffen, der Geschäftsstellenumzug ist einer der nächsten wichtigen Termine. Zwei weitere Termine hat Olli Esser schon genannt. Wie sieht jetzt die weitere Zeitschiene in Ihrer Arbeit oder in der Arbeit auch des gesamten Organigramms aus? Natürlich werden wir jetzt in der Kürze der Zeit weitermachen, neben dem Job. Ich glaube, das Wichtigste ist erledigt, dass wir die Lizenz hier nach Trier geholt haben, mit allen Protagonisten vor und hinter den Kulissen. Am 15.06., wie gesagt, 15.06., der nächste Termin, 29.06., wir werden natürlich auch eine offizielle Pressekonferenz einberufen, um Michael Lang natürlich offiziell vorzustellen, entsprechende Fragen zu stellen aus dem Plenum bzw. auch von den Pressevertretern. Der 30.06. ist ein ganz wichtiger Termin für uns, wo wir natürlich, wie gesagt, 60% mit Verträgen nachweisen müssen, auch gegenüber der DJL, wo wir natürlich als neue Organisation auch sehr unter die Lupe genommen werden. Vielleicht noch ein paar Worte dazu. Es war natürlich zu lesen, dass wir Lizenzauflagen erfüllen müssen. Diese Lizenzauflagen sind zwei kleinere. Wir müssen eine Haftpflichtversicherung abschließen als neue Gesellschaft für die Veranstaltung. Sollte eigentlich eher nicht das Problem sein. Es gibt noch einen sogenannten Punktekatalog, wo wir noch weitere Punkte erfüllen müssen, die sich jetzt aber auf der Struktur entsprechend ergeben werden. Und die Liga wird uns natürlich eng in allen wirtschaftlichen Themen begleiten. Das heißt, wir müssen auf Basis, weil wir eine komplett neue Gesellschaft sind, keine Historie haben, natürlich auf monatlicher Basis entsprechend auch BWAs Richtung Liga kommunizieren, Budgetplanung, Cashflowplanung entsprechend einreichen, das als Auflage, was aber extrem wichtig ist. Die Termine am 15., 29., 6. jeweils 18 Uhr hier sind für alle wieder offen. Genau. Ja, ich denke, wir haben heute ein sehr großes Interesse hier. Ich denke, wir konnten Ihnen jetzt schon einige Informationen mit auf den Weg geben, wie es eben in Trier weitergeht. Wir konnten vielleicht einige Punkte nennen, wo Sie auch sagen, was einige Leute jetzt gesagt haben, eben ehrenamtliches Engagement in dem gesamten neuen Konstrukt. Ich denke, Herr Höpfner, da würden Sie sich dann eben auch freuen, möglichst viele Mitstreiter dann zu bekommen und im Endeffekt den neuen Trierer Weg dann mitzugehen. Richtig. Vielleicht noch ein paar Worte oder vielleicht zum Schluss. Ich denke mal, wir sind auch am Ende. Wie Sie rechts da sehen können, das sind die neuen Logos, die Sie schon mal einbringen können für die nächste Saison und die Namen. Vielleicht, Cuxhaven ist nicht mehr drin, richtig, die sind abgestiegen, vollkommen korrekt, aber der erste Fehler schon gefunden, natürlich sehr professionell. Das waren die Ligisten der letzten Saison, die uns von der DJL kurzfristig übermittelt wurden, weil wir so schnell an die Logos gar nicht rangekommen sind. Es kann eventuell noch Veränderungen geben, nämlich mit den Merlins, dass wenn die das Wildcard-Verfahren beantragen, werden die in die Pro A hochgehen. Es ist am Wochenende aber auch beschlossen worden, dass das Wildcard-Verfahren für Köln eröffnet wurde, beziehungsweise generell ein Wildcard-Verfahren eröffnet wurde und Köln der einzige Bewerber ist sozusagen, der dann aus der Pro B in die Pro A entsprechend hochgehen würde. Also es kann noch leichte Veränderungen geben, aber ich denke, mit Köln interessanter Standort, liegt relativ nah, mit dem Stefan Beek, sicherlich auch ein renommierter Mann, der im Hintergrund agiert, sodass man hier schöne, spannende Spiele erleben kann. Ich will mich noch mal ganz doll bei allen involvierten Personen bedanken,
die es ermöglicht haben, dass wir hier am Trierer Standort weiterhin professionellen Basketball sehen. Die letzten 6 Wochen waren nicht einfach für alle Beteiligten. Die Wochen davor natürlich genauso wenig durch die entsprechende vorläufige Insolvenz und auch die Insolvenz. Also hier nochmal ein ganz, ganz tolles Dankeschön an die Protagonisten und an die Mitstreiter der Trierer Basketball AG, die extrem geholfen haben, natürlich auch das entsprechende Zahlenmaterial aufzubereiten, dass wir überhaupt eine Grundlage hatten. Natürlich auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Sponsoren, die auf einer nicht vorhandenen Basis überhaupt Absichtserklärungen gegeben haben, die es also erstmal ermöglicht haben, dass wir den Lizenzantrag einreichen konnten. Und natürlich auch bei allen Fans und Unterstützern, die hier heute so zahlreich sind. Also das Interesse ist schon da, was mich sehr, sehr glücklich macht. Und ich hoffe einfach, dass wir durch die Arbeit und durch dieses neue Konstrukt eine neue Identität in Trier hinbekommen, das soziale Engagement in die Gesellschaft entsprechend auch hereintragen. Lasst uns alle in die Hände spucken, lasst uns alle zusammen den Standort hier in Trier aufbauen, dass wir eine richtig geile, Entschuldigung, den Ausdruck, Pro-A-Saison hinlegen werden. Und hoffentlich auch das sportliche Ziel entsprechend erreichen, natürlich in die Playoffs zu kommen, um nicht nur 15 Heimspiele zu haben, sondern durchaus noch ein paar mehr, um dem Basketball unserer Leidenschaft, unserer aller Leidenschaft entsprechend zu frönen. Vielen, vielen Dank. Ja. Wie gesagt, wenn es von Ihrer Seite gleich Fragen gibt, alle Protagonisten sind gleich auch weiterhin hier in der Halle. Wir können das von vorne nach hinten oder umgekehrt von hinten nach vorne machen. Aber Sie können gerne auch gleich, wenn Sie zum Beispiel Fragen an Herrn Höpfner haben, an Herrn Esser, an Herrn Bernarding, dort auch das Ganze im persönlichen Gespräch machen. Gern aus dem Plenum auch. Wir können es doch jetzt erstmal so aus dem Plenum machen, ja. Eine Frage, es ist mir eben so schnell nicht klar geworden zum Office-Bereich. Ich denke, nicht nur ich, glaube ich, ganz wichtig ist ja in der nächsten Zeit auch gute Öffentlichkeitsarbeit. Die war bisher hauptamtlich personalisiert. Klar, haben Sie gesagt, vieles geht jetzt nicht mehr hauptamtlich. Wie sind da die Überlegungen? Hier haben wir natürlich schon mit verschiedenen Protagonisten gesprochen, natürlich mit dem Chris Schmidt auch, mit dem Dennis Nahtem. Natürlich ist auch Michael Lang als PR-Experte, also Public Relations, auch hauptamtlich in diesem Thema drin. Und ich denke mal, wenn er ab dem 1.7. hier sitzt, wird es auch in eine Richtung gehen, dass dann Konstrukte gefunden werden, wie man mit diesem Thema natürlich entsprechend umgeht. Will ich jetzt aber auch an der Stelle, weil ich kein Experte in dem Bereich bin, nicht vorgreifen. Weitere Fragen? Weitere Fragen noch von Ihnen? Eine gute Frage, also sehr gute Frage, vielen Dank. Vielleicht noch ein kleiner Exkurs. Im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens und so ein bisschen der Stimmungseinholung bei den anderen Ligisten kam immer die Frage, bleibt ihr weiterhin TBB? Bleibt ihr weiterhin grün-weiß? Lasst ihr das gleiche Logo? Wir haben es offen gelassen, ganz ehrlich. Wenn man neu anfangen will, muss man sich durchaus auch mit dem Gedanken anfreunden, Namen mal zu verändern. Sehr gute Frage, habe ich vergessen. Wir werden mit den Fans, mit den Sponsoren zusammen sicherlich gemeinsam überlegen, ob es sinnvoll ist, den Namen beizubehalten. Jetzt muss man natürlich sagen, TBB hat sich natürlich als Marke auch entsprechend etabliert. TBB, so wie mir gesagt wurde von den alten Protagonisten, war eigentlich nur ein Platzhalter für einen entsprechenden Namenssponsor, der leider bis jetzt nicht gekommen ist. Aber man kann sich ja zum Beispiel vorstellen, mit der ältesten Stadt Trier zu sagen, wir sind die Trier Romans, wir sind die Trier Gladiators oder was auch immer. Da werden wir per se kurzfristig auf die Fans per Umfrage zukommen. Mein persönliches Gefühl sagt mir, TBB ist so verwurzelt mit dem Namen, dass wahrscheinlich die Wahl darauf fallen wird, ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt hier auch so in die Köpfe schaue und die alle nicken. Insofern, wir werden es trotzdem machen, um einfach zu fragen. Und dann wird man einfach sehen, die Farben werden weiterhin grün-weiß sein. Das heißt, auch hier müssen nicht die Befürchtungen bestehen, dass man sich jetzt komplett neue Trikots kaufen muss oder komplett neue Sachen. Das ist auch entsprechend schon gegenüber der Liga kommuniziert, dass wir mit grün-weißen Sachen natürlich entsprechend auflaufen werden. Danke für die gute Frage. Weitere Fragen?
Richtig. 310.000. Nee, das ist eigentlich nicht der Fall. Vielleicht kann Wolli da was sagen, weil der sich in dem Ticketing-System besser auskennt. Also wir haben nicht die Zahlen genommen, die in der Zeitung standen, sondern die wir gescannt haben. Vielleicht reicht das als Erklärung. Ja? Nee, also können gerne da zusammen drüber gucken, aber es gab immer schon Abweichungen zwischen den Zahlen, die in der Zeitung standen und die bei uns in den Scannern aufgelaufen sind. Wir haben ja nur die gezählt, die tatsächlich auch hier drin waren. Ja. Und zum anderen, man darf nicht nur die normalen Jahreskarten zählen, sondern wir haben natürlich auch diese VIP-Jahreskarten, die mit einem ganz anderen Betrag da reinfließen. Und dieser Betrag wird auch in der zweiten Liga, davon gehen wir aus, fast unverändert bleiben, weil der andere Leistungen einschließt, die auch so wieder erbracht werden. Aber grundsätzlich nochmal zu der Frage, also die Ticketpreise werden nicht steigen oder nicht gleich bleiben, ja? Weil wir gehen in die Pro A, man muss sich jetzt Gedanken machen, man muss sich die Struktur angucken und wie gesagt, das ist natürlich auch ein großer Beitrag zu dem entsprechenden Budget, das heißt am 15.06. werden wir diese Themen dann natürlich auch veröffentlichen für alle. Ja, schöne Frage, ist ja auch an mich gerichtet, bin ich ja auch für zuständig. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass natürlich in den letzten Wochen das Jugendthema bei mir etwas kürzer gekommen ist, aufgrund der Tatsache, dass wir uns erstmal um den Profibereich gekümmert haben. Natürlich ist es geplant, dass die Regionalliga 1 bestehen bleibt, einfach als Unterbau. Natürlich ist es auch geplant, dass die JBBL unter dem Trierer Basketball e.V. weiter agiert, hängt aber natürlich von der sportlichen Qualifikation ab. Also wir sind mit beiden Mannschaften leider sportlich abgestiegen. Am 21. Juni findet die erste NBBL-Qualifikation im AVG MPG statt, hier in Trier. Also wer supporten will, wer die Jungs nach vorne brüllen will, ist gerne eingeladen, vorbeizukommen. Die JBBL spielt parallel bei der SG Rheinhessen, das ist in der Nähe von Darmstadt, soweit ich weiß. Es ist ein relativ ausgeklügeltes System, aber beide müssen sich sportlich qualifizieren. Dadurch, dass wir nicht mehr Bundesliga spielen, haben wir nicht mehr den Zwang, eine JBBL und NBBL-Mannschaft zu stellen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wenn wir uns natürlich sportlich nicht qualifizieren, wir uns Gedanken machen müssen, wie wir diesen Unterbau entsprechend auffangen, um natürlich auch leistungsorientiert zu trainieren und natürlich auch leistungsorientiert zu spielen, um dann die Qualifikation für die nächste Saison entsprechend anzugehen. Ich habe heute schon ein bisschen Mailverkehr gehabt, da werden wir uns jetzt aber auch in Kürze zu hinsetzen müssen, um einfach natürlich auch zu überlegen, wie es da weitergeht. Aber natürlich ist auch geplant, die U10, die wir ins Leben gerufen haben, natürlich weiter zu bestehen zu lassen, damit die Jungs entsprechend gleich von der Pike auf an ordentlich trainiert werden. Richtig, also es ist keinerlei Jugendbudget, es ist auch nicht geplant, dass Hauptamtliche, wenn es zu hauptamtlichen Trainern kommt und wir dieses Budget auf der e.V.-Seite hinbekommen, über die AG zu laufen. Das heißt, hier sind wir jetzt entsprechend auch dran, natürlich ein Vertriebskonzept aufzusetzen, um die entsprechenden Mittel über den e.V. tatsächlich zu generieren, dass dann die Trainer dort angestellt werden. Richtig, also der Jugendbereich läuft komplett, so wie die vergangenen Jahre natürlich mit der Unterstützung durch die Profigesellschaft, mit der Unterstützung durch die Sponsoren, die entsprechend da waren, natürlich dann auch wieder eigenständig oder weiterhin eigenständig. Weitere Fragen? Das ist nicht, oder doch, eine noch. Richtig. Gute Frage. Natürlich sind wir derzeit zu zweit in der Geschäftsführung, aufgrund der Tatsache geschuldet, dass natürlich relativ kurzfristig agiert werden musste. Aber hier sind wir entsprechend noch auf der Suche für eine anständige Lösung. Aber da werden wir auch hoffentlich bis Monatsende, sprich 30.06. eine adäquate Lösung haben. Aber es wird einen Geschäftsführer definitiv geben. Ich kann es nicht mehr machen,
war ich A, in dem e.V. drin, ich kann mich dann nicht selber kontrollieren. Und B, sagt mein Arbeitgeber auch langsam, ist genug. Muss kein Hauptamtlicher sein. Also nochmal, auch mit der Geschäftsstelle, dass wir 4,5 Personen praktisch haben, ist schon relativ viel für eine Pro A. Es gibt Pro A-Ligisten, die in einer EV-Struktur arbeiten, wo kein hauptamtlich Angestellter ist. Ja? Das ist natürlich dann auch ein entsprechender Kostentreiber. Aber ich denke mal, wenn wir das Ziel haben, entsprechend auch Playoffs zu spielen und die Struktur entsprechend aufzubauen, ist es einfach notwendig. Ja, wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, nochmal vielen Dank für das wirklich sehr große Interesse. Kollege Rausch hat eine Frage, sehe ich gerade, Willi, gerne. Wenn der Herr Michael Lang nicht Geschäftsführer wird, was wird er dann? Wird er Manager? Er wird Manager. Okay, das war's schon. Und vertretungsberechtigt natürlich gegenüber der Liga, ne? Ja, dann nochmal vielen Dank für das sehr große Interesse heute Abend hier an dieser Informationsveranstaltung. Wie gesagt, ab jetzt im 2-Wochen-Turnus, immer gleiche Zeit, gleicher Tag, gleicher Ort. 15. und 29.06. 18 Uhr jeweils hier in der Arena wird es Infoveranstaltungen geben, wo dann über die jeweiligen Neuigkeiten auch berichtet wird. Ich bedanke mich auch nochmal bei Ihnen, Herr Patzel, für die Moderation. Vielen, vielen Dank.